Hallo und herzlich willkommen bei Andi Töpfe fertig los. Wir sind heute zu Hause bei Vanessa und Raik. Und im Lockdown kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ich habe zum Beispiel angefangen, Briefe zu schreiben. Ich habe mit meinen Freunden Filme gemacht. Und Vanessa und Raik haben angefangen zu kochen. Wenn ihre Eltern nicht da waren, mussten sie für sich selber kochen. Sie haben sogar ganze Menüs gemacht. Ja. Aber ich würde sagen, guck doch mal selber rein. Dann Andi Töpfe fertig los. Hallo, wir sind Vanessa und Raik und wir machen heute einen Nudelauflauf, dazu einen gemischten Salat und als Dessert einen Schokopudding mit Brombeeren. Das ist ein Rezept, was wir uns größtenteils alleine zusammengereimt haben und es beim letzten Mal schon sehr gut geschmeckt hat. Und bevor wir jetzt in die Küche gehen und kochen, gehen wir erstmal Hände waschen. Wichtig ist erstmal alle Zutaten, die man braucht. Alle Obst und alles Gemüse erstmal schön gründlich abwaschen. Also ich finde es cool, anderen Kindern zu zeigen, wie man kocht, weil es den anderen bestimmt auch Spaß macht. Also als dann der Lockdown begonnen hat, haben wir dann auch hier den ganzen Tag zu Hause gesessen, mussten dann Aufgaben machen. Und da unsere Eltern natürlich nicht den ganzen Tag da sein konnten, haben wir uns dann halt überlegt, dass wir dann auch mal selber kochen können. Dann fangen wir mal mit den Nudeln an. Kommen die Erbsen hier rein. Und dann kannst du ja schon mal den Herd anmachen. Genau, dann sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt können wir schon mal die ganzen Sachen in den Topf geben. Na, die Sahne da rein und das Wasser und dann vermischen erstmal. Also die Sahne und dann das Wasser? Ja. Okay. Und danach muss man noch Paprikapulver und was war das andere nochmal verlassen? Muskatnuss. Muskatnuss reinfüllen und dann ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz reinfügen. Also manchmal, da sind wir manchmal verschiedener Meinungen und dann keifen wir uns manchmal ein bisschen an, aber... Ansonsten, wenn man sich versteht und jeder das macht, was er machen soll. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ein ganz komischer Zufall. Jetzt kommen hier die geriebenen Zucchini rüber. Und dann... Und das soll wie lange noch umrühren? Ja, 2 Minuten bestimmt noch. Jetzt kommt da noch ein bisschen Käse rauf, sodass alles möglichst gleichmäßig mit Käse überdeckt ist. Vanessa, kann ich eigentlich schon aufhören zu... Du kannst schon mal den Herd runterdrehen. Den Herd, nicht den Ofen. Dann gibst du mir das, dann gieße ich das rüber und dann kannst du schon mal den Ofen aufmachen. Ja. Das gießt man dann so rüber, dass alle Nudeln möglichst bedeckt sind. Und alles möglichst gleichmäßig. Machst du den Ofen bitte auf? Ja. Dankeschön. Vorsichtig reinschieben und... An die kleineren Kinder, passt bitte auf beim Ofen, sonst verbrennt ihr euch. Und jetzt warten wir 25 bis 30 Minuten, dann ist es normalerweise fertig. Wollen wir dann gleich noch mal kurz in den Garten und unseren Salat noch holen? Also das Kochen macht Spaß, weil man weiß halt, was man kocht und man weiß halt, was drin ist. Und das ist halt schön. Besser, als wenn man jeden Tag irgendwas Fertiges isst und dann halt nicht weiß, was drin ist. Und auch relativ alleine kochen kann, also... Ohne irgendwelche Hilfe von Erwachsenen, dass die neben einem stehen und alles immer beaufsichtigen, dass man auch alleine was machen kann und nicht immer Hilfe braucht. Also die Zucchini, die haben wir aus unserem eigenen Garten geerntet. Und den Rest, den ich am Anfang und am Ende von der Zucchini abgeschnitten habe, der kommt dann später noch in unseren Komposthaufen. Und das kann man im nächsten Jahr dann wieder als Erde für die Hochbeete nehmen, wo auch die Zucchini drin gewachsen ist. Nehmen wir den Salat hier kurz raus und schütten erstmal das Wasser, was hier unten drin ist, weg. Aus dem Garten kommt jetzt eigentlich der meiste Teil des Gemüses. Bis auf die Paprika und die Lauchzwiebeln ist alles eigentlich von uns hier aus dem Garten. Also für den Salat schneide ich jetzt erstmal die
Paprika, die Tomate, die Gurke und die Lauchzwiebeln knallen. Und dann kommt das alles in den Salat. Und als letztes wird eigentlich der Hirtenkäse gewürfelt. Und dann wären wir eigentlich auch schon fertig mit dem Salat. Nee, Vanessa, wir müssen noch das Dressing machen. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Ich mache jetzt hier schnell das Dressing. Ich habe hier in einem Glas so ein bisschen Marmelade drin. Und dann mache ich hier einfach so ein bisschen von dem Senf rein. Mache ich jetzt hier noch ein bisschen Essig. Genau, und jetzt kommt da noch ein bisschen Öl. Ich habe jetzt echt Hunger. Ich auch. Und dann können wir das über den Salat rüber machen. Jetzt machen wir noch schnell den Pudding. Den Pudding. Genau, also wir haben jetzt zwei Tüten Schokopudding genommen. Da ist es egal, von welcher Marke. Und jetzt nehmen wir hier 6 Esslöffel Zucker. Mhm. Genau, das vermischen wir schon mal so ein bisschen. Jetzt machen wir hier ein bisschen Hafermilch rein. Einen kleinen Schluck. Und verrühren das schon mal. Jetzt mache ich die restliche Hafermilch hier rein in den Topf. Und dann machen wir das auf die höchste Stufe, den Herd. Genau, ich mache jetzt einfach von dem Topf noch ein bisschen was rein von der Milch, weil das ein bisschen zu wenig ist. Und rühre das einfach weiter herum. Guck mal, Reiki, sieht doch schon gut aus, oder? Ja, sieht schön aus. Na, jetzt kippen wir das da rein. Schau mal. Oh, das sieht ja sehr lecker aus. Ja, ha? Ups. Was denn? Ich bin ein bisschen in einen Topf reingekommen. Vorsicht. Einmal für dich. Einmal für Mama später. Dekorierst du das schon mal ein bisschen, Reiki? Okay. Freuen sich Mama und Papa später, wenn sie dann schön Pudding essen können. Möchtest du schon mal draußen den Tisch decken gehen? Mhm. Nimmst du noch gleich Besteck mit? Mhm. Oh, Reiki, guck mal, der riecht ja voll lecker, oder? Zeig mal. Oh. Und lecker sieht er auch aus. Hier. So, aber das letzte Mal, dass ich den reingegangen bin. Ach so, da wäre noch was. Was? So, guten Appetit, Reiki. Guten Appetit. Boah, lecker. Schmeckt echt gut. Haben wir echt gut hinbekommen, Reiki. Lecker. Boah, das ging ja schnell, aber sieht total lecker aus, finde ich. Fast ja, schon wie im Sternerestaurant mit den verschiedenen Gängen. Und dass die auch so alles selber anbauen. Also ich meine, es hat ja nicht jeder einen Garten, aber man kann auch zum Beispiel in einem kleinen Kasten auf dem Balkon oder auf der Fensterbank selber Tomaten anpflanzen oder einen kleinen Salat. Das Rezept findet ihr auf kindersache.de. Da sind auch viele andere tolle Rezepte. Viel Spaß beim Nachkochen und hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei.